Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 60. Das ist der Antrag der Fraktion DIE LINKE, Zivilgesellschaft ist gemeinnützig, 2016-48. Ich darf dem Antragsteller und damit dem Kollegen Schalauske für die Fraktion DIE LINKE das Wort erteilen. 5 Minuten vereinbarte Redezeit. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, Zitat: Das Haus brennt, und Sie sperren die Feuerwehr aus. Sie wollen der größten und ältesten antifaschistischen Vereinigung im Land die Arbeit unmöglich machen. Und dass das Haus brennt, das haben wir eben in der Diskussion um Bedrohung von Kommunalpolitikern wieder erlebt, wo in Zeiten von rechtem Terror und rechter mörderischer Gewalt eine Rechtsaußenfraktion nichts anderes einfällt, als antifaschistische Organisationen als Rote SA zu bezeichnen. Wer so etwas macht, der will nichts anderes, als die Geschichte der Verbrechen des deutschen Faschismus zu relativieren. Nichts anderes. Und dass in Zeiten von rechter Hetze und rechten Terror ausgerechnet der Vereinigten der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, der Organisation der Überlebenden der Konzentrationslager und der Gefängnisse der Nazis die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, das, meine Damen und Herren, ist ein unfassbarer Skandal. Die VVN-BDA leistet einen unschätzbaren Beitrag zur Erinnerung an die Verbrechen des Faschismus, informiert über neofaschistische Umtriebe und ist aktiv in breiten gesellschaftlichen Bündnissen gegen neue und alte Nazis. Und dafür sind wir alle der VVN zu großem Dank verpflichtet. Grundlage dieser unfassbaren Entscheidung war die Einschätzung des Bayerischen Inlandsgeheimdienstes, der sich selbst zu Unrecht als Verfassungsschutz bezeichnet, wonach die VVN-BDA angeblich die bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus sei. Und ich finde, das ist wirklich absurd. Ausgerechnet die Behörde, die jahrelang die Augen vor rechten Terror verschlossen hat, dass ausgerechnet diese Behörde in einer Zeit, in der eine Partei einen Aufstieg erlebt, deren führende Vertreter Hitler und die Nazis nur als Vogelschiss der Geschichte bezeichnen, in der eine Partei, deren Hass und Hetze gegen Flüchtlinge, Migranten, Andersdenkende und politische Linke den Boden für rechten Gewalt und rechten Terror bereitet, dass in einer solchen Situation der wichtigsten antifaschistischen Organisation die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Das darf doch nicht wahr sein. Das müssen wir verhindern, meine Damen und Herren. Und der Fall der VVN-BDA ist dabei nur eine von mehreren, die uns in den letzten Jahren beschäftigt hat. Und dabei entsteht so langsam aber sicher der Eindruck, dass hier das Steuerrecht gezielt genutzt wird, um Organisationen, die eher dem linken politischen Spektrum zuzuordnen sind, zu drangsalieren. Wie erklären Sie sich denn sonst, dass der Verein UNITER, der mit dem rechtsterroristischen Netzwerk Hannibal in Verbindung gebracht wird, mit seiner Gemeinnützigkeit wirbt? Wie kommt es denn, dass bis heute die Vereinigung für Wehrtechnik, ein Verein der Rüstungslobby, als gemeinnützig gelten kann? Wir haben hier vor anderthalb Jahren auf Antrag unserer Fraktion bereits über die Gemeinnützigkeit gesprochen. Damals ging es um die Frage, ob und inwieweit das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC die Gemeinnützigkeit haben sollte. Damals haben Vertreter von FDP und CDU darauf beharrt, die Aberkennung die sei schon in Ordnung. Schließlich sei es im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verfahrens geschehen, und ATTAC könne ja Rechtsmittel einlegen. Das alles aber taten Herr Hahn und Frau Arnold damals in dem Wissen, dass ein solches Verfahren die betroffenen Vereine mitunter in ihrer Existenz bedrohen kann. Und was sie dabei ignorieren, ist, dass die Rechtsgrundlage solcher Entscheidungen natürlich eine politische Frage ist und in politischen Gremien, also auch von Parlamenten, beschlossen wird. Sie machen sich hier als Parlamentarier einen schlanken Fuß, wenn Sie behaupten, das alles sei nur Sache der Verwaltung oder der Gerichte. Und
Auch das Steuerrecht ist eine bundeseinheitliche Regelung. Das kann uns hier im Hessischen Landtag aber nicht davon abhalten, auch hier die Landesregierung aufzufordern, auf Bundesebene etwas zu tun. Der hessische Finanzminister, Herr Dr. Schäfer, der gibt ja in bemerkenswerter Regelmäßigkeit Pressemitteilungen heraus, was er so alles an steuerrechtlichen Regelungen auf Bundesebene angestoßen hat. Deswegen fordern wir die Landesregierung hier auf, endlich einmal ihren Einfluss wahrzunehmen, ihre Rechte im Bundesrat wahrzunehmen und eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts anzustoßen, damit solche Fälle wie bei Attac, bei Kampakt und bei der VVN-BDA nicht mehr passieren können. Wir wollen die Ziele des Gemeinnützigkeitsrechts ausweiten. Wir wollen, dass die politische Betätigung einer Gemeinnützigkeit nicht im Wege steht. Und wir sagen es noch einmal mit aller Deutlichkeit, Antifaschismus, das ist gemeinnützig. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schalauske. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat die verehrte Kollegin Dahlke das Wort. Sehr geehrter Herr Dr. Rhein, meine Damen und Herren! Es ist gut, dass wir zum Abschluss des letzten Plenartags im Jahr 2019 über die wichtige und schwierige Frage sprechen, wie politisch gemeinnützige Organisationen agieren dürfen. Viele gemeinnützige Vereine machen Demokratiearbeit, die wir heute dringender denn je brauchen. Ich glaube, das haben wir eben auch noch einmal sehr ausdrücklich gezeigt bekommen. Und wir brauchen auch gesellschaftskritische Organisationen, die ein Gegengewicht zur Wirtschaftslobby bilden. Deswegen muss zuallererst der Dank des Hessischen Landtags allen zivilgesellschaftlichen Akteuren gelten, die mit ihrer Arbeit einen eminent wichtigen und wertvollen Beitrag für unser demokratisches Zusammenleben leisten. Die Abgrenzung zwischen gemeinnützigen Organisationen, die politisch tätig sind, und politischen Parteien muss aber klar sein und gewahrt bleiben. Spenden an gemeinnützige Organisationen können unbegrenzt von der Steuer abgesetzt werden. Für Parteien gibt es hier berechtigterweise eine Grenze. Und für Parteien gelten auch andere Transparenz- und Veröffentlichungspflichten. Die Grundlage zur Beurteilung, was nun gemeinnützig ist und was nicht, ist der Katalog der steuerbegünstigten Zwecke in der Abgabenordnung. Der ist über die Jahre gewachsen, und heute ist es relativ schwer nachvollziehbar, dass Schach, Karneval und Hundesport gemeinnützig sind, aber nicht der Einsatz für Frieden und Menschenrechte. Deswegen, und da bin ich ganz bei meinem Vorredner, denken wir als GRÜNE, dass diese zwei Zwecke und auch z.B. Einsatz für Klimaschutz und der Einsatz für Rechte von queeren Menschen sollten unbedingt in den Katalog aufgenommen werden. Und sofern parteipolitische Neutralität gewahrt wird, sollte es aus unserer Sicht den Organisationen dann auch möglich sein, sich im Rahmen ihrer Satzung zu den Themen auch tagespolitisch äußern zu können. Wenn ihr so viel klatscht, komme ich übrigens nicht durch mit meiner Schrift. Im Antrag der Fraktion DIE LINKE, den wir hier heute beraten, steht, dass die Beteiligung am politischen Willensbildungsprozess grundsätzlich kein Problem für den Status der Gemeinnützigkeit sein soll. Als GRÜNE sind wir hier etwas vorsichtiger, denn politische Willensbildung betreiben keineswegs nur Gruppen innerhalb des demokratischen Spektrums. Demokratiefeindliche und extremistische Positionen müssen von einer steuerrechtlichen Förderung ausgeschlossen bleiben. Denken wir z.B. an den Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten. Hinter diesem klangvollen Namen versteckt sich ein dubioser AfD-Verein, der Sie bereits bei einer Reihe von Wahlkämpfen mit Plakaten, Werbespots im Internet und einer Gratiszeitung unterstützt hat. Der Vorwurf der illegalen Parteienfinanzierung konnte bislang nicht entkräftet werden. Zurzeit hat dieser Verein keinen Gemeinnützigkeitsstatus. Würde die Forderung der LINKEN aber Realität, dann muss uns klar sein, Vereine wie dieser könnten dann auch einfacher den Status der Gemeinnützigkeit erlangen. Diese Gefahr und dass in diesem Rahmen auch die illegale Parteienfinanzierung leichter wird, muss bei einer Reform der Gemeinnützigkeit genau abgewogen werden, anstatt Globalforderungen rauszuhauen. Und, das haben wir eben auch schon angesprochen, Steuerrecht ist Bundesrecht.
Die Finanzverwaltung in Hessen wendet in der alltäglichen Arbeit die Regularien aus Berlin an und orientiert sich dabei an der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren erleben müssen, dass bei der Frage, was gemeinnützig ist und was nicht, Unsicherheit auf allen Seiten herrscht. Deswegen ist die Ankündigung des Bundesfinanzministers, die Abgabenordnung reformieren zu wollen, erfreulich. Als GRÜNE fordern wir, dass dabei die Rechtssicherheit gestärkt werden muss, denn eine Demokratie braucht eine Zivilgesellschaft mit rechtlicher Sicherheit und finanzieller Planbarkeit. Und neben der Zivilgesellschaft geht es auf der anderen Seite aber auch um die Finanzverwaltung. Denn da arbeiten Menschen, Menschen, die Entscheidungen zur Gemeinnützigkeit auf der Grundlage von gesetzlichen Vorgaben treffen, sie tragen und verteidigen müssen. Auch in ihrem Sinne brauchen wir mehr Rechtssicherheit. Und für nächstes Jahr wünsche ich mir also, dass die Regierung im Bund die Frage endlich angeht und wir dann eine Verbesserung der Rechtslage bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dahlke. Nächster Redner ist der Kollege Vohl für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete! Der vorliegende Antrag der Fraktion DIE LINKE befasst sich mit einem Thema, welches vielen Mitgliedern gemeinnütziger Nichtregierungsorganisationen, auch NGOs genannt, schlaflose Nächte bereitet. Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit ist ein harter Schlag für die Vereine. Spenden zu generieren wird sehr, sehr schwer sein, da sie nicht mehr absetzbar sind. Im politischen Diskurs der letzten sechs Jahre, also praktisch seit Bestehen der Partei Alternative für Deutschland, haben wir am eigenen Leibe erfahren müssen, wie es ist, wenn man der Bundes- bzw. den Landesregierungen kritische Fragen stellt. Jedoch, meine Damen und Herren, besteht ein erheblicher Unterschied zwischen einer sachlichen Kritik seitens der AfD und den gewalttätigen Ausschreitungen, die manche nur auf dem Papier gemeinnützigen Vereinigungen wie beispielsweise ATTAC als gerechtfertigte Kritik bezeichnen. Im Sommer 2017 erlebten die Einwohner Hamburgs eine randalierende Menge vermummter Gestalten, die Autos anzündeten, Scheiben einschlugen und Geschäfte plünderten. Die deutschlandweit rund 7.000 Autonomen sind aber nur ein Teil einer langsam wachsenden Szene, die nach der Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes 30.400 Mitglieder zählt. Mit Welcome to Hell war ein Bündnis radikaler, autonomer Gruppen dabei, das offenbar mit dem Begriff friedlich nichts anzufangen wusste. Lassen Sie mich im Folgenden Werner Retz, den Sprecher des ATTAC-Organisationsteams und Mitbegründer des Vereins, aus einem Interview mit Zeit Online vom 8.7.2017 zitieren, zu dem Grund der Beteiligung von Welcome to Hell an der G20-Demonstration sagte er, Zitat, weil wir in dieser konkreten Demonstration einen gemeinsamen Ausdruck finden, in dieser Breite ist unsere Großdemo ein besonderes Ereignis. In diesem Sinne können da auch gewaltfreie Organisationen und, jetzt, und solche, die Militanz nicht ausschließen, punktuell zusammenfinden. Ich erkenne hier keine Distanzierung von Gewalttaten durch Welcome to Hell seitens ATTAC. Im Gegenteil, Herr Retz hat sich vor, sich mit solchen Organisationen zur Erreichung seiner politischen Ziele punktuell zusammenzuschließen. Auch bei den Ausschreitungen zur Eröffnung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt im März 2015 war ATTAC eine der involvierten Organisationen. Bei den Protesten gegen die Feierlichkeiten anlässlich der offiziellen Eröffnung des Neubaus kam es zu massiven Gewalttaten. Es wurden teilweise lebensbedrohliche Angriffe auf eingesetzte Polizeibeamte und zahlreiche Sachbeschädigungen verübt, mit einem Schaden in Millionenhöhen. Bilder von brennenden Polizeiautos, steinewerfenden Randalierern und einer angegriffenen Polizeiwache wurden von zahlreichen Medien
im In- und Ausland verbreitet. Die Bilder dürften insbesondere Ihnen durchaus noch in sehr guter Erinnerung sein. Die unmissverständliche Distanzierung, eine Distanzierung, die Sie von uns immer fordern, von den außergewöhnlichen Gewaltorgien dort in Frankfurt, von Attac nichts zu hören. Zur Erinnerung, unter Gemeinnützigkeit ist ein solches Verhalten von Einzelpersonen oder Vereinsmitgliedern zu verstehen, welches ausschließlich dem Gemeinwohl dient. Doch seit wann ist Gewaltausübung gemeinnützig? Gewalt ist niemals gemeinnützig. Daher ist es geboten, derartigen Vereinigungen die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Man hätte sie ihnen erst gar nicht geben dürfen. Habe ich ein Wort von Flüchtlingen gesagt? Kein Wort hören Sie mir davon. Der vorliegende Antrag verfolgt allein das Ziel, linksradikalen Vereinen wieder die Gemeinnützigkeit zuzusprechen. Während Ihr Kampf der Linken eine unnachgiebige Agenda durchsetzt und Konservative darum bangen müssen, dass sie nicht Opfer politischer Repressionen ihrer linksradikalen Organisationen sind. Sie gehen Seite an Seite mit Ihrer militärischen Organisation, der Antifa. Und das ist ganz, ganz schlimm. Sie laufen hinter Herr Kollege, Sie müssen so langsam zum Ende kommen. Jetzt nicht. Die AfD setzt sich stets für Gemeinnützigkeit ein, unabhängig davon, in welchem politischen Spektrum diese verortet ist. Solange keine gewaltaffinen Positionen vertreten werden, ist jedes, auch jedes Engagement zu unterstützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Vohl. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Ruhl. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eins vorweg, also ich habe jetzt gerade die Rede von Herrn Vohl gehört. Der hat irgendwie, hatte ich zumindest den Eindruck, völlig am Thema vorbeigesprochen. Wenn wir hier über Gemeinnützigkeit sprechen, hat er über die Inhalte von Vereinen gesprochen. Fand ich irgendwie nicht ganz passend. Denn worum geht es hier bei Gemeinnützigkeit? Es geht hier um Vereine, die unter den Katalog des § 52 Abgeordnetenordnung fallen und deswegen von der Entrichtung einer Körperschaftssteuer befreit sind, und das ist wahrscheinlich von einem höheren Interesse, dass die Zuwendungen an den Verein in Form von Spenden unbegrenzt steuerlich geltend gemacht werden können. Zweck des Vereins muss es dann sein, wenn seine Tätigkeit darauf ausgerichtet ist, die Allgemeinheit selbstlos zu fördern. Das gilt auch für den Zweck der Zuwendung. Was als Förderung der Allgemeinheit zu verstehen ist, liegt ein Katalog in § 52 Absatz 2 Abgeordnetenordnung fest, wobei dieser Katalog nicht abschließend ist. Abzugrenzen vom Begriff der Gemeinnützigkeit ist ein Verein, dessen Hauptzweck nicht auf die Förderung der Allgemeinheit ausgerichtet ist, sondern auf die Beteiligung am politischen Willensbildungsprozess. Hier zu nennen sind zuvorderst die Parteien, denen kommt hier ja auch ein verfassungsgemäßer Auftrag zu, aber auch den häufig als Verein organisierten kommunalen Wählergruppen. Zuwendungen an diese Gruppen sind eben nicht unbegrenzt steuerlich zu berücksichtigen, sondern sind in der Höhe begrenzt. Auch für Fragen der Transparenz gelten deutlich schärfere Anforderungen als für gemeinnützige Vereine. Vereine, deren Hauptzweck darauf ausgerichtet ist, am politischen Willensbildungsprozess teilzunehmen, sind deshalb gerade nicht gemeinnützig. Das würde zum einen die Möglichkeit schaffen, Umgehungstatbestände für die Finanzierung von Parteien zu schaffen. Ich nenne hier aktuell den Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten, der aktuell eine bedeutende Rolle beim Versuch der Umgehung der Parteienfinanzierung der AfD spielt. Zum anderen dient die Teilnahme am politischen Willensbildungsprozess der Vertretung von einzelnen Interessen und ist daher gerade nicht gemeinnützig. Und das sollte auch so bleiben. Ihr Antrag, liebe Linke, zielt aber ja noch tiefer. Sie wollen ein Gesinnungssteuerrecht schaffen. Vereine, die eine ihnen genehme Position vertreten, sollen begünstigt werden.
andere aber nicht. Und der Staat hat sich hier neutral zu verhalten. Wir ziehen hier nur eine Grenze. Wir ziehen hier nur eine Grenze. Vereine, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wenden, können nicht dem Allgemeinwohl dienen und daher auch nicht gemeinnützig sein. Im Übrigen, wenn man sich die Vielzahl von gemeinnützigen Vereinen in Deutschland anschaut, so ist die Hauptgefahr für die Aberkennung der Gemeinnützigkeit die wirtschaftliche Betätigung. Ich mache hier einmal ein konkretes Beispiel. Ich war selbst jahrelang Schatzmeister vom Schützenverein Herbstein. Einmal im Jahr veranstalten wir ein Schützenfest, auch um das vereinseigene Schützenhaus zu unterhalten. Wenn dieses Fest nun ausnahmsweise einmal die Erwartungen deutlich übertroffen hatte, dann hätten wir wegen der zu hohen Erträge ein Problem mit der Gemeinnützigkeit bekommen. Und dabei ist das Vereinssteuerrecht dabei durchaus komplex. Einmal im Quartal bekam ich einen dicken Brief mit der Nachlieferung der dreibändigen lose Platzsammlung Steuerrecht für Vereine. Ich möchte die Gelegenheit deshalb auch nutzen, die sich ehrenamtlich engagieren, gerade die Schatzmeister, die sich ehrenamtlich in den Vereinen engagieren. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, erstens, wir wollen kein Gesinnungssteuerrecht, der Staat muss neutral bleiben. Zweitens, die Teilnahme am politischen Willensbildungsprozess ist nicht gemeinnützig. Und das sollte auch so bleiben. Und drittens, was der Hauptzweck eines Vereins ist, prüft das zuständige Finanzamt in regelmäßigen Abständen und entscheidet eben auf dieser Basis. Wir lehnen den Antrag daher ab. Vielen Dank, Kollege Rohl. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Freien Demokraten ist die Abg. Schardt-Sauer. Werter Herr Präsident, werte Kollegen! Man könnte ein bisschen sagen, schwere Kost zum Abschluss der Plenarwoche. Eine Reform der Abgabenordnung, Fragezeichen über dem Antrag der LINKEN. Die Motivlage von den LINKEN ist ja nachvollziehbar. Ich muss aber ehrlich auch sagen, der Kollege hat Gesinnungen gesagt, die Tonlage und die Methodik und auch der Duktus des Antrags, der ist leider nicht nachvollziehbar und Ihre Lösung kann auch nicht in der Sache überzeugen. Zunächst möchte ich für die FDP voranstellen, dass der Status der Gemeinnützigkeit nicht über das Wohl und Wehe eines Vereines entscheidet. Die Regelungen in § 52 Abgabenordnung sind sicher nicht die einfachsten im Steuerrecht, wenn man überhaupt im deutschen Steuerrecht überhaupt von einfachen Regelungen sprechen kann. Aber viele, viele tausend Vereine in Deutschland erfüllen die Anforderungen von § 52 Abgabenordnung. Und viele, viele tausend Vereine, nahezu 99%, haben ihren Satzungszweck so klar formuliert, dass sie als gemeinnützig anerkannt sind. Gemeinnützig heißt, werte Kollegen, Steuerprivilegien, also ein zusätzliches Extra. Und § 52 Abgabenordnung, da muss ich den Vorrednern teilweise widersprechen, das ist ja dann der Vorteil des episch breiten Steuerrechts. Das ist sehr klar und sehr wohl, Frau Kollegin Dahke. Sie haben sich übrigens bei der Podiumsdiskussion da etwas klarer geäußert. Sehr wohl kann man die Menschenrechte, wie ein anwesender Mitarbeiter des Finanzministeriums erläutert hat bei der Diskussionsrunde, darunter subsumieren. Es ist gut und richtig, dass das regelmäßig überprüft wird. Wir schauen ja hier in der Nähe ganz auf ein Gebäude, die Geschäftsstelle des ADAC. Dort hat man gesehen, dass es durchaus angebracht ist, regelmäßig die Gemeinnützigkeit zu überprüfen. Aber, lieber Herr Kollege Schalauske, zu unterstellen, das haben Sie in Ihrem Wortbeitrag gemacht, in Ihren Zwischenrufen und in dem Duktus, dass es das Ansinnen der Finanzverwaltung wäre, sozusagen gute und schlechte Gesinnung zu verfolgen, Entschuldigung, das ist nicht der Staat, in dem wir leben, und das sollten Sie vielleicht auch einmal zur Kenntnis nehmen. Ich gehe davon aus, dass jeder deutsche Finanzbeamte, Beamter zu nehmen, der einen Eid ableistet, ich gehe davon aus, dass er getreu der Verfassung das Beste tut
um die Normen. Ja, Frau Kollegin Schardt-Sauer, genehmigen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schalauske? Nein. Wir wollen nach Haus. Die von den LINKEN angeführten drei Fälle, also es hörte sich ja so an, als wäre es ein ganzer Kartoffelsack, die drei Fälle sind rechtlich zudem sehr unterschiedlich zu beurteilen. Zum jüngsten Fall der Vereinigung der Verfolger des Naziregimes, Bund der Antifaschisten und Antifaschisten VVN, möchte ich Ihnen zurückhaltend den Hinweis geben, selbst im rot-rot-grün regierten Berlin gibt es den Weg, den Rechtsweg. Vielleicht sollte man das da einmal überprüfen lassen. Im Fall von ATTAC, was auch schon mehrfach zitiert wurde, hat der Bundesfinanzhof eine Auslegung gemacht. Und da möchte ich Ihnen zwei der zentralen Leitsätze kurz nennen. Wer politische Zwecke durch Einflussnahme auf politische Willensbildung und Gestaltung der öffentlichen Meinung verfolgt, erfüllt keinen gemeinnützigen Zweck. Eine gemeinnützige Körperschaft darf sich in dieser Weise nur betätigen, wenn dies der Verfolgung eines in der, haben wir schon gehört, 52 große Liste genannten Zwecke dient. Und ein weiterer Leitsatz, politische Bildung vollzieht sich, und ich muss sagen, nach den letzten zwei Stunden sollten wir das wirklich mal uns auf der Zunge zergehen lassen, in jegliche Richtung. Politische Bildung vollzieht sich in geistiger Offenheit. Sie ist nicht förderbar, wenn sie eingesetzt wird, um die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung im Sinne eigener Auffassung zu beeinflussen. Und, werte Kollegen, genau hier beginnt doch das Spannungsfeld zwischen sich politisch betätigenden Vereinen und politischen Parteien. Und die Kernfrage ist, sollen politisch aktive Vereine gemeinnützig sein? Wir sehen das kritisch und lehnen diesen Antrag deswegen auch ab. Und Frau Kollegin Dahke, gerade Ihre Ausführungen oder umgekehrt auch die von dem Kollegen Schalauske zeigen, wenn Sie diesen 52 noch um 50 Fälle erweitern, immer mehr konkretisieren, sage ich als Juristin, da tut mir das Herz weh, wie schön war das BGB. Und wer bestimmt dann, was gut und was schlecht ist? Das wird sehr, das ist eine Diskussion, auf die das hat nichts mehr mit geistiger Offenheit zu tun. Nochmals. Frau Kollegin, Sie müssen langsam zum Ende kommen. Ja. Nochmals, das Steuerrecht bietet keinen Verein. Ja, es ist angezeigt, Vorschriften zu überprüfen, aber es heißt in § 52, und damit müsste ich abschließen, die Allgemeinheit auf materiellem und geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Dann ist ein Verein gemeinnützig. Die Rückbesinnung auf die selbstlose Förderung, gerade in der Vorweihnachtszeit, wäre sachdienlich. Vereinszweck sollte nicht Steuersparen sein, sondern das Engagement um der Sache willen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich irgendwie, dass ich jetzt am Schluss der Rede, ich weiß nicht, ob das zulässig ist, ich mache das einfach mal, frohe Weihnachtszeit zu wünschen. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Da war jetzt schon ein ganz schöner Weihnachtszuschlag dabei. Also, ja, trotzdem Dankeschön für die guten Wünsche. Ja, nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Kollege Marius Weiß. Ja. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zunächst ein paar Worte Richtung Antragsteller richten, weil ich glaube, dass wir da einiges klarstellen müssen zu dem Antrag, den Sie vorgelegt haben, und zu der Rede, die Sie hier eben gehalten haben. Herr Kollege Schalauske, Sie wecken hier heute den Eindruck mit Ihrem Antrag und mit Ihrer Rede, dass hessische Finanzbehörden gegen politisch missliebige Vereine vorgehen würden. Das ist erstens eine Unverschämtheit gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der hessischen Finanzverwaltung.
die im Übrigen hervorragende Arbeit leisten und ihre Entscheidungen ausschließlich nach Recht und Gesetz treffen. Bei Attac im Übrigen auch höchstrichterlich so bestätigt. Zweitens ist das gefährlich, Herr Kollege Schalauske, wenn Sie mit Verschwörungstheorien der Verwaltung politisch motiviertes Handeln vorwerfen. Mit solchen Bildern betreiben Sie das Geschäft von denen da rechts außen. Mit solchen Bildern betreiben Sie deren Geschäft. Darüber sollten Sie einmal nachdenken. Sie werfen noch dazu in Ihrem Antrag einiges durcheinander. VVN und Attac und Kampakt, obwohl die Hintergründe für die Entscheidungen völlig unterschiedlich sind. Sie erwecken den Eindruck in Ihrem Antrag und in Ihrer Rede, als sei der VVN die Gemeinnützigkeit entzogen worden, gerade weil sie Faschismus und Antisemitismus bekämpft, und als sei auch dies von den Finanzbehörden politisch motiviert. Das ist erstens falsch und auch zweitens wieder hochgefährlich, Herr Kollege Schalauske. Woher wissen Sie denn das? Nach allem, was öffentlich über den Fall zu lesen ist, geht es um eine Erwähnung im Bayerischen Verfassungsschutzbericht. Da steht zu lesen, dass es eine enge Beziehung zwischen VVN und DKP gibt. Und es gibt wohl Aussagen von einem Funktionär der VVN, dass die Demokratie die Vorstufe des Faschismus sei. Ich weiß nicht, ob das der Grund für den Entzug der Gemeinnützigkeit war. Ich weiß aber, dass Finanzämter solche Entscheidungen nicht treffen, ohne den Beteiligten vorher die Möglichkeit zur Anhörung zu geben. Und ein Verband hat in einer solchen Anhörung immer auch die Möglichkeit zu erklären, dass Aussagen von einzelnen Mitgliedern nicht die Haltung des Verbandes sind. Ich weiß auch nicht, ob das hier passiert ist. Ich weiß aber, dass es grundsätzlich in Ordnung ist, wenn jemand, der unseren demokratischen Staat ablehnt, nicht auch noch von diesem demokratischen Staat steuerlich subventioniert werden muss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Attac und Kampakt, Herr Kollege Schalauske, sind ganz andere Sachverhalte. Laut Rechtsprechung agieren diese beiden vergleichbar wie politische Parteien, ohne zu Wahlen anzutreten. Sie genießen dabei Vorteile, die Parteien nicht genießen, z.B. eine nicht begrenzte steuerliche Absetzbarkeit von Spenden und im Gegensatz zur Transparenz der Parteienfinanzierung das Steuergeheimnis für ihre Spender und ihr Vermögen. Das Bundesministerium der Finanzen sucht gerade eine Lösung für diese Fälle. Die Abgabenordnung soll überarbeitet werden. Für uns ist dabei klar, es dürfen keine Parteienfinanzierungsvereine entstehen, wie sie z.B. in den USA entstanden sind, die unsere strengen Parteienfinanzierungen untergraben. Diese sogenannten Super-PACs in den USA haben alleine für Trump in 2016 über 900 Millionen Dollar gesammelt. Hinter solchen Super-PACs wie Citizens United stehen Superreiche wie z.B. die Koch-Brüder. Aber wir müssen gar nicht in die USA schauen. Beim Thema verdeckter Parteienfinanzierung durch die Kochs sind wir ja auch schnell wieder in Hessen. Es gab ja in Deutschland schon einmal einen Verein, der illegal Parteien finanziert hat, die Staatsbürgerschaftliche Vereinigung von 1954. Deren Vermögen nach Berichten des Spiegel in die Kasse von Sein Wittgenstein gelandet ist, der damit den Wahlkampf der Hessen-CDU 1999 finanziert hat. Das zeigt, wie wichtig die Trennung zwischen Partei und politischem Verein ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein weiterer Punkt sind die tausenden Vereine in Deutschland und in Hessen, vom Sport über die Musik bis zur Brauchtumspflege. Natürlich sollen die aus unserer Sicht eine gemeinnützige Tätigkeit mit politischen Mitteln begleiten können, ohne dass der Verein Gefahr läuft, die Gemeinnützigkeit zu verlieren. Der Karnevalsverein oder die Kaninchenzüchter sollen sich auch gegen einen Aufmarsch verfassungsfeindlicher Kräfte engagieren können. In Vereinen ehrenamtlich Tätige dürfen nicht verunsichert werden. Ziel der Überarbeitung des Gemeinnützigkeitsrechts muss es sein, das politische Engagement von solchen Vereinen zu schützen und nicht zu bestrafen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine solche Klarstellung erwarten wir uns von der Reform, und wir sind zuversichtlich, dass es auch in diesem Sinne bald einen Entwurf gibt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Weiß. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Also, er kann reden, aber er will jetzt nicht reden. Nein, er kann nicht. Das ist sehr geschickt, Herr Staatsminister Dr. Schäfer.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wollte die vorweihnachtliche Stimmung nur mit besonderer Höflichkeit sozusagen garnieren und dem Kollegen den Vortritt lassen. Aber nun hat er mir den Vortritt gelassen. Lassen Sie mich vielleicht mit einer sehr persönlichen Bemerkung beginnen, die auch mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes des Bundes der Antifaschisten zu tun hat. Ich bin in der Nähe von Marburg groß geworden, wo auch diese Vereinigung, jedenfalls das kennt Herr Schalauske wahrscheinlich noch zehnmal besser als ich, jedenfalls auch eine gewisse Grundnähe zu einem Teil der politischen Szene aufweist. Wir haben Mitte der 80er Jahre den Versuch unternommen, eine Klassenfahrt nach Buchenwald durchzuführen. Das gelang nur sehr schwierig zunächst, weil die behördlichen Strukturen der damaligen DDR einer westlichen Schule nicht nur freundlich gegenüber gesonnen waren. Als wir dann diese Organisation zu Hilfe nahmen, öffneten sich die Tore im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich weit. Und ganz nebenbei hat dieser Verein aus den Kassen der Staatskassen der DDR die ganze Veranstaltung auch noch bezahlt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist meine Erfahrung, wie ein Unrechtsstaat seinerzeit diese Organisation in besonderer Weise finanziert hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein weiteres. Wir sind gefahren, selbstverständlich. Selbstverständlich. Aber die Betreuung durch den Verein hatte auch etwas sehr Seltsames. Denn dass das Konzentrationslager nach dem Zweiten Weltkrieg von den Kommunisten weiterverwendet worden war, wurden von dort an der Stelle sauber ausgeblendet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Geschichtsklitterer erster Kategorie waren da unterwegs. Ein weiteres. Gelegentlich hilft ein Blick ins Gesetz. § 51 Absatz 3 der Abgabenordnung beinhaltet für Vereine, denen die Gemeinnützigkeit aberkannt worden ist, weil sie in einem Verfassungsschutzbericht des Bundes oder der Länder als extremistisch eingestuft werden, die sogenannte widerlegbare Vermutung. Das heißt, man kann entweder gegenüber der Finanzverwaltung widerlegen, dass das so ist, oder aber in einem Rechtsstreit gegen die Feststellung des Verfassungsschutzberichtes. Und offensichtlich hat der Verein das gemacht. Denn der Verwaltungsgerichtshof des Landes Bayern, der VGH München, hat am 7.2.2018 unter dem Aktenzeichen 10 ZB 15.795 zum Nachlesen genau festgestellt, dass die Feststellung des Verfassungsschutzes, dass das eine extremistische Organisation ist, zu Recht erfolgt ist. Es ist höchstrichterlich festgestellt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wahrscheinlich bemussten sozusagen sowohl die linke als auch die rechte Seite dieses Hauses zur Erbauung ihrer folgenden Weihnachtsfeiern möglicherweise ihre eigenen Echokammern noch mit Dingen fürs Protokoll entsprechend anreichern mit den wahren Problemen der Vereine in Deutschland, meine Damen und Herren. Hat nichts von dem, was dort oder dort erklärt, auch nur irgendetwas im Ansatz zu tun. Deshalb haben wir in der Finanzministerkonferenz Mitte des Jahres beschlossen, uns mit den wesentlichen Problemen von Vereinen zu beschäftigen. Wir haben beschlossen, dass wir die Frage, ab wann sind steuerliche Verpflichtungen zu erfüllen, die Beträge von 35.000 auf 45.000 € im Jahr anzuheben, die Übungsleiterpauschale von 2.400 auf 3.000 € anzuheben und auch die Ehrenamtspauschale entsprechend anzuheben, die Zuwendungsbestätigungsvereinfachung auch von 200 auf 300 € anzuheben. Das ist ganz praktische Erleichterung für das Leben von Vereinen. Und ganz nebenbei werden wir auch sehr behutsam den Vorschlag unterbreiten, bei der Frage der Katalogzwecke beispielsweise auch den Klimaschutz dort mit hineinnehmen, um auf neue gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei einem bitte ich aber sehr behutsam zu sein. Alle Veränderungen bei der Frage allgemeinpolitischer Betätigung, da bin ich völlig bei dem, was Marius Weiß gesagt hat. Das passiert mir nicht so häufig, deshalb betone ich es ausdrücklich und nicht nur aus vorweihnachtlicher Stimmung. Man muss immer aufpassen. Artikel 21 des Grundgesetzes sagt, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Die haben eine Prärogative in der Frage der Mitwirkung an der politischen Willensbildung. Wenn deren Finanzierung aber aus den Gründen, die er genannt hat, reglementiert ist, dann darf es keine gemeinnützigen Parallelorganisationen geben, deren finanzielle Möglichkeiten steuerrechtlich besser gestellt sind als die, die eigentlich berufen sind, mitzuwirken, meine Damen und Herren.
Und deshalb, meine Damen und Herren, Herr Schalauske, lassen Sie sich das Protokoll schnell ausdrucken, damit Sie eine fröhliche Weihnachtsfeier haben. Wir haben Sie jedenfalls nach der Rede eher nicht. Vielen Dank. Danke schön, Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Zu Wort hat sich in einer zweiten Runde gemeldet der Kollege Schalauske. 5 Minuten stehen Ihnen zu. Was haben Sie gesagt? Haben Sie mich angesprochen? Ich habe so, alles klar. Wie trauen Sie von der Regierungsmacht anzusprechen? Alles klar. Zwei Sachen, glaube ich, sind wichtig, noch einmal klarzustellen. Zum Herr Präsident. Zwei Sachen sind noch einmal wichtig klarzustellen. Ich war jetzt ein bisschen vorschnell eben, wollte ich mich melden. Ich bedanke mich, dass ich jetzt noch einmal das Wort bekomme. Ich glaube, es ist jetzt auch gut und richtig, weil die Ausführungen des Finanzministers haben natürlich noch einmal neigen dazu, auch noch einmal Widerspruch anzumelden. Das Erste ist, Marius Weiß hat behauptet, wir würden mit unserer Kritik, dass aus unserer Sicht politisch motiviert einzelnen Vereinigungen die Gemeinnützigkeit entzogen werden würde, vor allem die Finanzämter und dann auch noch die Finanzbeamten kritisieren. Das ist mitnichten der Fall. Was wir kritisieren, sind die politischen Grundlagen, auf deren Basis es völlig willkürlich ist, welche Vereine die Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen und welche Vereine das eben nicht. Eine Studie der Allianz für die Rechtssicherheit von Vereinen bei der Gemeinnützigkeit, die gefördert wurde mit Mitteln der Otto-Brenner-Stiftung, hat das einmal exemplarisch ausprobiert. Sie haben dieselben Satzungen von Vereinen an verschiedene Finanzämter geschickt, und dabei kam heraus, dass die eine Hälfte die Vereine als gemeinnützig anerkannt und die andere Hälfte der Finanzämter das eben nicht tut. Und wenn Sie etwas Gutes für die Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten in diesem Land tun, dann holen Sie sie aus dieser Lage heraus und schaffen eine klare, rechtssichere Grundlage, nach welchen Kriterien gemeinnütziges Engagement anerkannt wird oder nicht. Damit würden Sie den Finanzbeamten etwas Gutes tun. Bräuchten Sie hier auch nicht so wohlfeile Reden halten. Und das Zweite, was ich hier noch einmal klarstellen muss, ich finde es vor dem Respekt derjenigen Menschen, die im Faschismus verfolgt wurden, im Respekt vor denjenigen, die im Faschismus verfolgt wurden, empfinde ich es als unerträglich, dass der Finanzminister den Entzug der Gemeinnützigkeit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschisten hier dazu nutzen will, um erneut Schlachten des Kalten Krieges zu führen, die er anscheinend in den 80er Jahren geführt hat, und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes als extremistisch zu denunzieren. Das ist völliger Unsinn. Die Arbeit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes ist aus unserer Sicht ohne jeden Zweifel selbstlos. Es dient der Allgemeinheit, es dient der Gesamtgesellschaft, an die Schrecken des Faschismus zu erinnern. Und deswegen ist die VVN-BDA auch nicht verfassungsfeindlich, sondern im Gegenteil, sie ist ein wichtiger Unterstützer bei der Verteidigung unseres Grundgesetzes, der Hessischen Verfassung, gegen diejenigen Kräfte von rechts, die unser Grundgesetz und unsere Verfassung beseitigen sollen. Und deswegen verdient sie unser aller Unterstützung. Danke, Herr Kollege Schalauske. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht. Herr Dr. Hahn, bitte schön. Kollege Dr. Hahn, Fraktion Die Freien Demokraten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß, was für Interessen wir jetzt alle haben, jeder von uns für sich selbst, für seine Familie hat. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Redebeitrag des Kollegen Schalauske kann so nicht unwidersprochen hier uns in die Weihnachtsferien begleiten. Das geht nicht. Herr Schalauske stellt sich hier hin,
und erklärt seine persönliche Meinung zu einer Vereinigung. Das darf er tun. Aber Herr Schalauske geht in keinster Weise darauf ein, und das hat der Finanzminister ja dargelegt, mit Aktenzeichen. Ja, da müssen Sie bitte zuhören oder ihn intellektuell lüften, damit Sie merken, was er eben gesagt hat, dass ein deutsches Gericht rechtskräftig so entschieden hat, dass diese Vereinigung verfassungswidrig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da können Sie sich doch nicht hierher stellen. Wer sind Sie eigentlich? Wer sind Sie eigentlich, dass Sie sich anmaßen in dem Wechselspiel der ersten, der zweiten und der dritten Gewalt, dass Sie sich anmaßen, hier so eine Entscheidung noch einmal zu relativieren? Das gehört sich nicht, Herr Kollege. Das gehört sich in einem Rechtsstaat schon einmal gar nicht. Punkt 2. Wenn Sie denn meinen, es wäre moralisch von großer Güte, dass diejenigen, die sich dafür einsetzen, dass die Opfer des Faschismus geehrt werden, so kann ich Ihnen sagen, ja. Nur auch dann hätten Sie, wären Sie manns genug, Herr Kollege Schalauske, und würden Sie Ihre linke Brille mal endlich abziehen, genauso sagen, und es ist genauso schlimm, dass von der kommunistischen Diktatur entsprechende Taten, viel weniger, aber entsprechende Taten durchgeführt wurden. Der Finanzminister hat darauf hingewiesen. Und fahren Sie doch noch in andere Länder, fahren Sie doch noch zu anderen entsprechenden Einrichtungen. Überall wird das Thema, was es von 45 bis Ende 80 passiert, einfach ausgeklammert. Das ist unredlich. Das ist unehrlich. Das zeigt, dass es Ihnen nicht um die Ehre der Getöteten geht, sondern dass es Ihnen um ganz, ganz einfache Parteipolitik geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sollten wir uns im Hessischen Landtag nicht als Gabe unter den Weihnachtstisch legen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, der Redebeitrag der LINKEN, und ich merke jetzt auch die Erregung meines Vizepräsidentenkollegen noch einmal, zeigt, Ihnen geht es nicht um die Menschen, Ihnen geht es um eine Veränderung des Rechtsstaates, der Demokratie in unserem Lande. Und da werden Sie die Freien Demokraten voll gegen sich haben, und ich glaube, das ganze Haus. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Weitere Wortmeldungen liegen mir jetzt nicht mehr vor. Vereinbarungsgemäß überweisen wir den Antrag in den Haushaltsausschuss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben fast 80 Tagesordnungspunkte behandelt, haben 4 Sitzungstage miteinander verbracht. Wir haben Debatten bis in die späten Abendstunden geführt, 10 Gesetze beschlossen, fast 40 Stunden hier miteinander die Dinge beraten. Das ist unsere Bilanz der letzten 4 Tage. Ich muss sagen, es ist eine der längsten Sitzungen gewesen, die ich erlebt habe. Und ich schaue bis 1999 zurück. Im Großen und Ganzen will ich jetzt nicht sagen, Herr Finanzminister, und die Haushaltsdebatte droht uns ja erst noch. Nein, das will ich nicht sagen. Wir freuen uns ja auf die Haushaltsdebatte. Ich will trotzdem sagen, wir haben gemeinsam jetzt in dieser neuen Zusammensetzung 12 Monate fast miteinander verbracht. Am 18. Januar haben wir hier begonnen. Und im Großen und Ganzen haben wir es ordentlich hinbekommen. Ich war in den letzten Minuten oder Stunden ein bisschen in Sorge, dass vielleicht doch noch an der einen oder anderen Stelle eskaliert. Es hat ganz gut funktioniert. Ich will mich dafür bei Ihnen allen bedanken. Ich will aber ein ganz besonderes Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen. Aus den Fraktionen, aus der Kanzlei des Hessischen Landtages und aus den Ministerien der Staatskanzlei. Denn ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es kein Parlament und gibt es keine Demokratie. Das darf man nie vergessen. Und die haben auch in den letzten 4 Tagen kräftig geackert. Hier dafür ein herzliches Dankeschön. Nutzen Sie jetzt die Zeit, die vor uns liegt, bis Januar, um die Tage und das, was uns bevorsteht, zu genießen, dass wir uns dann im Januar in alter Frische hier wieder begegnen können. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen einen guten Beginn des Jahres 2020. Und dann sehen wir uns hier wieder im Januar zu den Haushaltsberatungen. Vielen herzlichen Dank, alles Gute und einen angenehmen Restfreitag.